Nee, irgendwie. Komm mal zurück, bitte. Ja, kann ich jetzt nicht mehr. Dann werd mal zum Dicken. Bin ich schon. Ja, du bist gerade nicht der Dicke. Jetzt bin ich der jetzt, Dicke. Ja. Das muss irgendwie anders gehen. Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht indem ich so. Und dann den. So. Ja, das ist. Okay, schön gedacht, nur komme ich da nicht mehr hin. Hm? Ja, ich hab's jetzt irgendwie so fast, aber. Naja. Soll ich dir helfen? Nee, ich muss es etwas anders machen, aber dann könnte ich's schaffen. Lass mich mal den Magier sein. Nee, warte. So. Ah, geschafft. Yippie! Wuhu. Hallo Klaus, bitte. Jo, und roll gleich den Stein. Wieder vor. Das war komplett geplant und überhaupt. Und ja. Boom. So, jetzt müssen wir immer das Feuer abwarten. Alter, oh, ja, du Arsch. Reicht das, wenn man da einfach durchrennt? Ja, nee, man muss immer das Feuer abwarten. Ach so. Aua. Schon wieder so ein Geschicklichkeitsding. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt, so ein Geschicklichkeitsding halt. Wie kommt man dann am Ende durch? Das ist eine Mauer. Ne, voll eher mit dem Hammer. Nö. Mach doch mal hier so eine Kiste. Warte. Danke. Ja toll, die ist immer. Toll! Nein! Oh! Scheiße. Held! Held! Kannst du das Ding nicht hier bewegen mit dem Magier irgendwie? Nein, kann ich nicht. Sonst hätte ich das schon lange getan. Okay. Man kann sich da oben einfach festhalten. Hier, mach einfach, halt dich einfach hier oben fest. Wo soll ich mich festhalten? Noch ein bisschen höher, du musst ein bisschen höher zielen. Ja, ist ja gut, Hund. Ich komm nur dahin. Kann nicht sein, ich bin doch gerade auch. Du musst dich auf die Flammen stellen, gleich wenn sie aus sind. Ja, und jetzt, zieh dich hoch. Höher, höher. Ja. Da hat das. Auch mit so ganz viel Leben. Checkpoint! Wuhu! Gott, geh nicht. Oh mein! Fröhlicher kleiner Frosch! Ach du Scheiße, ich geh lieber mal weg. Da oben ist so eine Blubberblase, schieß sie mir ab. So eine komische Frucht da. Glaube ich, soll das sein. Vielleicht kann ich ja mit dem. Runter levitieren. Ich kann sie mit dem Zauberer holen. Ja, guck mal, er freut sich! Ja, er freut sich! Oh. Ich hab mehr Hunger. Mann, ey. Viehfraß. Oh, ich hab ne Idee. Ich glaube, wir müssen auf seine Zunge springen. Glaube ich auch. Oder der Klassiker Raupe Nimmersatt. Nein. Juhu. Ja, jetzt bist du wieder drüben und ich häng hier am Turm. Ja, dann nimm doch mal den Zauberer. Oh, ein Junge. Oh, das war knapp. Geschafft? Ja. Du kannst jetzt. Oh scheiße, du kannst jetzt oben oder unten längs gehen. Ich weiß jetzt nicht, wo wir längs sollen. Lass uns oben ich längs. Ich geh mal oben. Ich hab keinen Bock durchs Wasser. Nein! Fallen. Oh,
Hau auf die Sandalen, los! Gott, sind das viele. Okay, komm hier rüber, komm hier rüber. Muss mich auch decken. Ich versuche alles. Ah, hier, bitte. Danke. Los, da, und gib ihn. Ja. Oh. Er freut sich. Jojo. Schlag dir noch nicht gleich die Eier auf. Oh. Eier aufschlagen. Jetzt von dem neuen Sherlock Holmes? Was? Hast du schon gesehen? Nee, hatte ich noch nicht gesehen. Wo er sich prügelt und dann plötzlich. Und dann. sagt er immer, wie er ein Frühstück zubereitet. Oh, okay. Stufenaufstieg. Oh ja, wollen wir es einmal machen eben. Sagt er, wie man Frühstück zubereitet. Ja. Sagt dann sowas wie Eier aufschlagen und schlägt dann ihm voll ins Gesicht und so. Oh Gott! Die Diebin ist für Feinde nicht sichtbar. Die Wirkung hält 10 Sekunden an, wenn sie still steht. Verpufft aber in Bewegung mit doppelter Geschwindigkeit. Das braucht man. Nee, lass uns lieber hier den Krieger, den Tank aufrüsten. Sturmhammer oder Frostschild? Ich würde Sturmhammer werfen, oder? Obwohl, nee, lass mal Frostschild machen. Ja, das ist, glaube ich. Nicht, dass wir was gegen diese Feuer fallen. Ja. So. Oh, hier kommen wieder welche. Kommst du? Was, wo bist du denkst? Achso, hier gerade aus. Ey, sag mal. Sag mal. Sag mal, geht's noch oder was? Mitten am Kopf. Oh, wie ich diese Springteile hasse, ey. Nein, zu knapp. Kann ich hier unten nicht einfach durchlaufen? Wow. Wow. Vielen Dank für die Bienen. Na. Hier ist übrigens ein Checkpoint. Au. Checkpoint. Ach, ist das ein Rohr hier? Kannst du das irgendwie nehmen? Warte. Kann ich jetzt Feuer abwehren? Ja, cool. Ich kann jetzt als Krieger Feuer abwehren. Oh Gott, Gegner. Schmeiß ihn doch direkt ins Feuer. Ja, warte, vielleicht kann ich ihn darüber. So. Ich kriege ihn nicht zu fassen. Wo ist doch gar keiner? Ja, ich habe ihn schon weiter weggeschmissen. Oh. Toll. Cool, ich habe hier so ein Herz. Was bringt das denn? Mach mal so eine Plattform, heb mich mal darüber. Ich verbrenne kurz den, so. Ja, sind zwei, glaube ich. Da ist sie. Gibst du mir mal eine Gehhilfe? Danke. Erstes Obergeschoss, Herrenunterwäsche und Damenbekleidung. Das hat voll nicht zusammengepasst. Egal, who cares. Cool. Checkpoint. Oh. Riesige Blubberblase. Das hat jetzt geholfen. Ich wollte nur die Blubberblasen. Oh, ich brauche ein Rohr. Komm. Akzentuieren. Ich brauche ein Rohr. Nein, schade, das kann ich nicht aufheben. Mist. Nein, oh. Ach so, hier kommt Luft durch. Alles klar. Okay, das glaub, ich jetzt hätte das Rohr von drüben mitnehmen müssen. Nee, ich glaube, man kann sich hier einfach aufstellen. Das ist natürlich ein bisschen tricky, ja? Ja, das Ding ist, wir müssen da rüber. Jetzt kriegen wir doch hin. Und es ist schon. Oder mit.
Mit einem gewagten Sprung jetzt hier? Ja! Ja! Sehr gut, so. Oh Gott, oh Gott. Da, hinter uns. Ich heb die wir rüber. Wir wären auch nicht Mr. Kuma, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ich heb die rüber. Ja, danke, gib die mir mal alle. Hey, du musst hier. Ja, ich spam hier schon meine Klicktaste wie so eine Wildsau hier. Danke. Oh Gott, noch mehr. Oh Gott. Wie viele denn noch? Oh Gott. Gott, nimm dir dann nie ein Ende. Glaub nicht. Ah, weg mit euch. Komm her. Komm, komm. Los. Ah, nein. Pfui. Na komm. In den Kopf. Oh yeah. Und einmal zum Checkpoint. Aufladen. Rups. Irgendwie hätten wir das gleich auch zu Anfang machen können. Oh, da möchte ich nicht längs. Nein. So, okay. Warte, kann ich, das warte, ich mach dir eine Gehhilfe und du machst den Schalter. Warte, vielleicht kann ich ja hier irgendwie das Ding abschießen. Nee, okay. Du machst die Gehhilfe, ich mach den Schalter. Oh nein, Gott. Ich wollte. Geh weg. Ich dachte schon gerade von den Toten auferstanden. Schalter. G und A. Das hebt den Bienenstock an und wir können drunter durch. Oh, hier ist ein Hebel, warte. Nick! Na! Nicht loslassen! Du sollst den Bienenstock verbrennen. Geh nochmal zurück zum Checkpoint und beleb den Magier wieder, sonst geht's oder nicht. Ich mach einfach so und. Ja, meinst du, das funktioniert? So, das ist die Tür da hinten. Nein, das funktioniert nicht. Keine Sorge, ich geh zurück zum Checkpoint, du machst nochmal die Gehhilfe. Dann müsstest du auch drauf springen. Kein Stress, wir haben Zeit. Höp, höp. So, pass auf, jetzt gehst du darüber, nimmst dieses Rohrteil und zündest dann mit dem Bienenstock an, ich weiß. Klingt ein bisschen hart, aber. Oh Gott, zündest bitte nicht dich selber an. Diesem Dreck verbracht. Ach, und ich habe ihn an meinem Saum. Oh, armer Junge. Hast du da irgendwie noch ein Stück Rohr? Nö. Ich hab hier oben, hier hab ich noch ein Stück Rohr. Dann lass mich mal der Zauberer sein. Nein, nein, warte, warte. Gebe ich dir rüber. Ja, sehr schön. Danke für den Trank oder was auch immer das sein soll. Muss ich mich nochmal informieren, was das, was das überhaupt ist, ne? Damit ich die Trine fangerecht definiere. Damit man mal wieder sieht, wie unglaublich gut wir vorbereitet sind. Ja. So. Gehst du mal bitte weg, sonst verbrennst du gleich mit oder die Bienen greifen dich nochmal an. So, sorry, Bienen. Burn. Sehr das gut. We did it! Woohoo! So, ich habe das Gefühl, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, hier wird gleich noch eine Schlacht stattfinden. Diese Blume hat gesprochen. Quatsch, Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? No problem. Natürlich, Frau Blume. Findet meine Schwester auf der anderen Seite von diesem Sumpf. Ich... Ja. Blume. Suchen wir nach einer anderen Blume? Keine Sorge, Frau Blume. Gehen wir. Die Helden hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ulk gewesen. Ein Ulk! Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Die Soja, die ist ja auch immer völlig unbefangen von den Dingen.